Im Mittwochsvideo von heute habe ich mal eine Sammlung von Anrufen, die wegen deren schlechter Internetverbindung komplett in die Hose gegangen sind. Ich bin der Callcenter-Crasher und begrüße euch zu den Chaos-Anrufen. Wenn Betrüger aus dem Ausland anrufen, sitzen meist zig Mitarbeiter in einem Büro und nutzen, um die eigene Identität zu verschleiern, ein Virtual Private Netzwerk, kurz VPN genannt. Wenn dieses VPN dann noch über sehr viele verschiedene Server läuft, dann bricht halt manchmal die Datenleitung zusammen oder die Datenpakete kommen nicht vollständig an. Häufig hört sich dann das Gegenüber wie ein schlechter Computer an oder die Leitung bricht komplett zusammen. Meist wird dann von den Betrügern dem Kunden die Schuld in die Schuhe geschoben. Nach dem Intro hört ihr eine kleine Sammlung solcher Anrufe. Viel Spaß dabei! Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Jochen Stegmüller, richtig? Ja. Guten Tag. Nina Gunderson ist mein Name. Ja. Ich rufe Sie von FINRA an. Und der Grund meines Anrufes ist Ihr aktives, aber leider falsches Handelskonto, die Sie auf nicht lizenzierte Platz. Und schon ist wieder raus. Ja? Hallo? Ja? Wer ist da? Hören Sie meine Stimme? Ja? Ja, ich habe gesagt, ich dachte, dass Sie aufgelegt haben. Nein, habe ich nicht. Okay. Nina Gunderson ist mein Name. Ja, ich guten rufe Tag. Sie von. Guten Tag. Ich rufe Sie von FINRA an. Und der Grund meines Anrufes ist Ihr aktives, aber leider falsches Handelskonto, die Sie auf nicht lizenzierte Plattform haben. Ja, wissen auf welcher Plattform? Auf welcher Plattform? Die Namen von diesen falschen Plattformen weiß ich nicht und kenne ich auch nicht, brauche auch nicht. Und telefonieren kann sie auch nicht. Ja? Hallo? Hallo? Und schon ist sie wieder raus. Ja? Hallo? Hallo? Hören Sie mich jetzt gut? Ja, wer ist denn da? Nina Gunderson ist mein Name. Ah ja. Warum haben Sie denn aufgelegt? Ich habe nicht aufgelegt. Es war vielleicht irgendein technisches Problem. Ich weiß nicht, unsere technische Abteilung hat das jetzt verbessert. Deshalb habe ich gefragt, ob Sie jetzt besser hören. Ja, ich höre jetzt besser. Ja. Ah. Nur Sie nicht. Ja? Hören Sie mich nicht oder legen Sie auf? Ich lege nicht auf. Ihre technische Abteilung hat das Problem gelöst und schon ist das Problem wieder da. Na, also mit anderen Kunden habe ich nie solche Probleme und deshalb frage ich. Ja. Dann haben Sie wirklich ein Problem. So, deswegen rufen Sie jetzt an. Von FINRA. Und der Grund meines Anrufes ist Ihr aktives, aber leider falsches Handelskonto, die Sie auf nicht lizenzierte Plattform. Oh mein Gott. Das Problem ist gelöst. Das Problem ist gelöst. Hört man. Oh, zu doof zum Telefonieren. Da ist sie wieder. Na, also ihr Problem ist ja noch nicht gelöst. Dauernd bricht die Verbindung weg. Von wo aus rufen Sie denn an? Könnten Sie mir Ihre Handynummer geben? Ich habe kein Handy. Warum können Sie nicht telefonieren?
Keine Ahnung, mit anderen Kunden habe ich solche Probleme nicht. Deshalb denke ich, dass es ist Ihre Probleme. Nee, Sie rufen hier auf einem Festnetz an, da gibt es keine Probleme. Das Problem liegt bei Ihnen. Kann sein, aber mit anderen Kunden habe ich das Problem nicht. Ja, das, okay, das bezweifle ich. Wissen Sie, dass Sie leider mit betrügerischen Firmen zusammengearbeitet haben? Ja, natürlich, weiß ich. Wissen Sie schon. Genau das ist der Grund meines Anrufes, ja? Ja. Okay. Wissen Sie, was ist Blockchain? Ja, natürlich. Erklären Sie mir mal, was ist denn die Blockchain? Ganz einfach zu erklären, was Sie brauchen, das ist Bank für Kryptowährungen. Sie sollten mir erklären, was die Blockchain ist. Wenn man macht irgendeine Transaktion mit Kryptowährungen, es geht immer alle Transaktionen durch Blockchain. Was ist denn die Blockchain? Und schon wieder ist sie raus. Ob sie jetzt nochmal kommt? Ist zweifelhaft. Ich lass mal laufen, da muss ich nicht dauernd neu starten. Ich bezweifle, dass sie nochmal anruft. Belgien, England. Na gut, stoppen wir mal. Hallo? Hallo? Hallo. Hallo, guten Tag, Herr Thomas. Wie geht es Ihnen? Wer ist denn da bitte? Anna bin ich, Anna Gomez, und ich rufe Ihnen an von dem Trading. Weil ja, hier steht, dass Sie haben schon Erfahrung. Können Sie mich bitte in 10 Minuten nochmal anrufen? Ich muss gerade was arbeiten. In 10 Minuten. Okay, ja. Super. Auf Wiederhören. Tschüss. Wiederhören. Tschüss. Jo, moin. Guten Morgen, Herr Thomas. Wie geht es Ihnen, Herr? Wer ist denn da bitte? Anna bin ich, Anna Gomez, und ich rufe Ihnen an von den Online-Handel, Online-Trading her, weil hier steht, dass Sie haben schon Erfahrung. Steht das? Wo steht das? Bei unserem Unternehmer steht, dass Sie haben vorher mit einer Firma gearbeitet in Online-Handel, in Online-Investitionen. Ja, und wen wollen Sie genau sprechen? Also Herr, erst einmal darf ich Ihnen fragen. Erstmal möchte ich gerne wissen, mit wem Sie sprechen möchten. Ah, mit Anna Gomez. Also ich melde mich von Commerz vor. Verstehen Sie Deutsch? Ich möchte wissen, mit wem Sie sprechen möchten. Herr Thomas. Ja, das ist ja ein Vorname. Den Nachnamen bitte. Hadamzik. Ah ja, das bin ich, richtig. Sind Sie? Ja, sagte ich gerade. Okay, super. Entschuldigung, dass ich habe nicht verstanden, weil die Leitung ist ein bisschen langsam. Deswegen habe ich so geantwortet. Die Leitung ist langsam? Seit wann ist Telefon langsam? Ja, ich habe Ihnen nicht verstanden. Deswegen habe ich Ihnen so gesagt. Ich verstehe sehr gut Deutsch. Mein Name ist Anna Gomez, Herr Thomas, und ich melde mich von Commerz. Herr Hadamzik. Nochmal? Herr Hadamzik heiße ich, nicht Herr Thomas. Okay, dann ich sage Hadamzik. Herr Hadamzik. Herr Hadamzik. Ja, Sie können mich auch sagen, nur Anna. Es ist kein Problem für mich. Ja, für mich aber. Ich glaube für Sie auch nicht, aber... Ich nenne Sie Frau Gomez. Okay, dann sagen Sie mir Frau Gomez, wie Sie wollen. Herr Hadamzik, hier steht, dass Sie haben Erfahrung in dem Trading. Ja, wo steht das? Wo steht das? Ich möchte Ihnen fragen. Wo steht das? Ja, erstmal beantworten Sie Fragen. Warum schreien Sie, du Mann? Ich schreie doch gar nicht. Sie schreien doch. Ja, Sie schreien schon. Sie schreien. Aber lassen Sie mich bis am Ende reden, ja, Mann. Ja, Mann. So gehen Sie mit den Leuten an. So gehe ich. Das ist deine gute Deutsch, Sie lernen mich jetzt. Ha, ha, ha. Herr Damm, ich lerne dich kennen. Aber das verstehst du nicht. Haben Sie gute Erfahrungen oder schlechte Erfahrungen? Warum sollte ich Ihnen das denn sagen?
Das möchte ich wissen. Das ist Ihr Problem. Sie sind fremd. Das ist mein Problem, ja, genau. Richtig, genau, es ist dein Problem. Warum sollte ich einer fremden Person über meine Erfahrungen berichten? Warum sollte ich das tun? Herr, Sie sind sehr unhöflich. Herr Danzig, bitte. Sie sind sehr unhöflich. Ja, Sie wollen doch was von mir. Warum haben Sie denn angerufen? Sie sind sehr unhöflich. Ja, und Sie sind scheinbar sehr... Sie sprechen sehr schlecht Deutsch, offensichtlich. Ja, ich weiß, dass ich bin nicht eine Deutsche. Ja, aber Sie rufen doch hier in Deutschland... Respekt haben. Vor was denn? Vor was denn? Vor was soll ich denn Respekt haben? Hör doch erstmal Deutsch zu lernen. Du bist ein Dummer. Ich lache dich aus, weil du so dumm bist. Ja, so sind sie. Ich lache dich aus, weil du so dumm bist, genau. Ich bin dumm. Ja, danke richtig, schön. Gerne. Ja, danke schön. Ich nehme wie einen Kommentar von Ihnen. Ja, sehr schön. So, und was wollen Sie jetzt? Danke schön. Was will ich? Ich will gar nichts mehr. Ja, warum hast du denn dann angerufen? Ich will nicht. Ja, aber ja, du kannst her auflegen. Dann tschüss. Ich rufe Ihnen wieder an. Nö, das verbiete ich Ihnen. Ja, ich rufe Ihnen wieder an. Das verbiete ich Ihnen. Ich rufe Ihnen wieder an. Das verbiete ich Ihnen. Aber Sie verstehen das ja nicht, weil Sie kein Deutsch sprechen. Du bist ein dummes Schwör. Du bist ein dummes Schwör, alter Krasse, ich schwör. Ja, Alter, ja, genau. Ja, Digga. Ja, Digga, ja. Ja, Digga, ja, ey, krass, ey. Alter Falter, du bist du eine Dumm, ne? Du bist eine ganze Dumm, ne? Ich bin dumm? Du bist dumm, ja, du bist dumm. Dankeschön, danke. Du bist auch dumm. Nee, ich bin nicht dumm. Was bist du? Ah, du bist klug. Ja, zu klug, um auf deinen Betrug reinzufallen. Sehr klug, sehr genau, klug. Genau, genau. Zu klug, um auf deinen Betrug reinzufallen. Ich weiß, dass du ein Betrüger bist. Du bist eine Betrüger? Nein, du bist eine Betrüger. Ah. Du bist eine Betrüger. Ah, ich bin eine Betrüger. Ah, du verstehst gut Deutsch, hä? Ja, ich gesagt, du bist eine Betrüger? Ja, genau. Ich sag, ja, genau. Du bist eine Betrüger. Ja, du bist eine Betrüger. Weiß genau, ich. Weiß ich. Genau. Wo wissen Sie, dass ich bin eine Betrüger? Ja, weil ich mit dir schon oft telefoniert habe. Habe ich Ihnen einmal verarschen und so? Nee. Nee, das kannst du ja nicht. Dazu bist du ja zu dumm. Ah, ich bin dumm. Ja, sag ich Sie doch. Haben das, Sie haben das viermal gesagt. Oder fünfmal gesagt. Ja, du bist ja auch viermal dumm. Falsch. Du bist ja auch fünfmal falsch. Dumm. Sie sind sehr falsch. Ja, ja. Das sagt der Betrüger, der mich anruft. Und? Sehr lustig. Ja, sehr genau. Lustig. Eben, genau. Du bist sehr lustig. Sehr lustig. Ich bin lustig? Genau. Ja, ich weiß das. Ja, du bist ja, sehr lustig. Ich bin dumm, ich bin lustig, ich bin Betrüger. Richtig, weiß was ich doch. Sagen, was Sie sagen, ist die Wahrheit. Richtig, weiß ich. Weiß ich. Und? Was sind Sie? Sie sind ein Kind, glaube ich. Ein Kind. Ja, natürlich. Ich bin erst zwei Jahre alt. Genau. Genau. Fünf Jahre alt. Zwei Jahre alt nur. Ich bin erst zwei Jahre alt. Zwei. Okay. Ein Jahr alt. Nee, ich bin minus ein Jahr alt. Genau, minus. Mann, bist du dämlich. Oh mein Gott. Jetzt können wir wie Menschen reden? Ja, Sie ja nicht. Das ist ja das Problem. Ja, ich kann nee. Die Menschen reden, aber sie lassen mich nicht, sie erlauben mich nicht. Sie sagen sofort, sie können nicht Deutsch reden. Ja, was ja so ist, es ist doch auch so. Du sprichst doch gar kein Deutsch. Natürlich, weil ich bin nicht eine Deutsche. Aber ja, aber du rufst in Deutschland so an. Du rufst aber in Deutschland an. Sie müssen nicht so sagen. Ja, du müssen nicht so sagen. Du rufst hier in Deutschland an und sprichst gar kein Deutsch. Das ist das Problem. Du verstehst gar nicht, was ich sage. Ich spreche Deutsch, weil Sie haben seit 7 Minuten mit mir gesprochen. Ja, aber du verstehst doch gar nicht das, was ich sage. Ja, wenn Sie sprechen, wenn Sie verstehen nicht, Sie können sofort auflegen, aber Sie bleiben hier in der Leitung. Natürlich, weil ich dir deine Zeit klauen will. Ah, oh mein Gott. Ha, ha, ha. Ja, ha, ha, ha. Während du mit mir telefonierst, kannst du keinen anderen betrügen.
Lass uns gerne weiter telefonieren. Ja, kein Problem. Ich habe gesagt, Betrüger, Betrüger, Betrüger. Was hat passiert, Thomas, mit Ihnen? Haben Sie schlechte Erfahrungen im Trading? Nein, ich habe nur gute Erfahrungen, ja, vor allem mit Betrügern. Ja, Sie haben schlechte Erfahrungen. Ja, ja, das steht auch bei Ihnen im System, ne? Das steht im System, ja? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nee, Herr Danzig, nicht Gott. Sie haben viel Nerven, Mann. Ja, ich habe Nerven, mit Betrügern umzugehen, genau. It's Morgan. Ja, willst du morgen nochmal anrufen? Ja, hervorragend. Dann habe ich weiteren Content für YouTube. Genau. Aha. Ja, ja. Ja, genau. Wie Sie wollen. Ja, natürlich. Gerne. Ruf mich immer wieder gerne. Ruf mich immer wieder gerne an, damit du wirst du dich auf YouTube finden. YouTubin? Was für eine YouTubin, Mann? Du verstehst doch nicht mal. Du verstehst gar nichts, ne? Du nein, wirst nein, die... ich verstehe nicht Deutsch. Ja, richtig. Du wirst diesen Anruf auf YouTube... Du musst nicht, du musst nicht dauernd dazwischen reden. Wenn du eine Antwort haben willst, dann musst du den Mund halten. Also, ja, möchtest du jetzt wissen oder möchtest du nicht wissen? Was soll ich wissen? Ja, du bist wirklich zu dumm. Du verstehst gar nichts. Ja, ich verstehe gar nichts. Ja, richtig, so. Ja. Wie Sie wollen, ja, genau. Und Sie verstehen auch nicht. Sie sind sehr, sehr unhöflich. Nee, zu Betrügern bin ich nie höflich. Zu Betrügern bin ich nie höflich. Ich habe ich niemals gesehen, gleich wie Sie. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Sie sind ein richtiger Deutsch, weil so sind die richtigen Deutsch sehr Rassismus zeigen. Ach, wo bin ich denn Rassist? Wo, jetzt kommt wieder die Hitler-Schiene. Ja, genau, jetzt kommt wieder die Hitler-Schiene. Hallo Hitler. Ach, hallo Hitler, ja, ich heiße jetzt Hitler. Genau, so sind Sie, wie eine Hitler. Hallo Putin. Putin, nee, Mann, ich komme aus Kolumbien. Nein, natürlich. Okay, dann sprich mal Spanisch. Ich will nicht. Ja, natürlich, du bist doch nicht aus Kolumbien. Du bist nicht aus Kolumbien. Ich wünsche nicht Ihre. Jetzt musst du wieder überlegen, was du sagen willst. Geh weg. Ja, geh weg, geh du doch weg. Geh weg. Ja, auflegen. Warum sprechen Sie mit mir? Ja, weil habe ich dir gesagt, weil ich deine Zeit stehlen will. Sie mit mir reden, auflegen. Warum bleiben Leg du doch auf. Hier? Leg du doch auf. Ich warum lege dich auf. Sie hier? Warum ja, weil ich, Sie habe ich doch gesagt, wenn ich kann es dir sagen, wenn du mal den Mund hältst, dann kann ich dir das auch sagen. Aber du hältst ja nicht den Mund. Also, nein, ich lege nicht, nein, lege ich nicht auf, nein. Das musst du schon machen. Ich lege nicht auf. Ja. Jetzt habe ich Deutsch gelernt. So schnell, das glaube ich nicht. Ja, natürlich, ich habe jetzt B2 gemacht, sofort, und jetzt ich rede mit Ihnen. So, und? Und nun? Ja. Ich habe vergessen, etwas zu zeigen. Ja. Du bist eine deutsche Kartoffel. Na und? Du bist ein Betrüger. Ich bin ein Betrüger, ja genau, ich bin ein Betrüger. Ja, ich weiß. Kartoffel. Na und? Ja, genau. Woher kommen denn die Kartoffeln überhaupt? Du weißt doch gar nicht, woher kommen die Kartoffeln überhaupt. Weißt du nicht, ne? Geh weg. Du hast also nicht gelernt. Die Kartoffeln kommen aus Amerika, du Dussel. Du hast keine Ahnung. Ja, und du weißt gar nicht, wo die Kartoffeln herkommen, ne? Woher kommen denn die Kartoffeln, ne? Ja? Ja, hallo. Hier spricht Phil Toxi vom globalen Finanzmarkt. Spreche ich mit Herrn Seifert? Wer spricht da bitte? Ich heiße Phil Toxi. Ich rufe Sie vom globalen Finanzmarkt. Ich bin Account Manager. Sie haben sich angemeldet auf unserer Trading-Plattform. Deshalb rufe ich Sie an. Ist das richtig? Ich weiß ja nicht, welches Ihre Trading-Plattform ist. Sie haben sich angemeldet bei unserer Trading-Plattform General Crypto Offers. Wann war das? Das war, bei mir steht, heute ungefähr um 10 Uhr. Nee. Haben Sie das nicht gemacht? Nee.
Wäre mir neu. Das um oh, 10, haben Sie sich vielleicht irgendwo aufgeregt, welche andere Plattform, zum Beispiel Pepperstone Pro oder irgendwo dann angemeldet, bei Trading-Plattform? Und ja, Sie haben Ihre Daten bekommen. Auch wieso bekommen Sie von anderen Firmen meine Daten? Ah, wenn zum Beispiel, wenn Sie sich beim General Crypto Offers. Das habe ich ja anmelden, nicht, das sagte ich ja gerade. Das haben Sie nicht. Ich rufe Sie an bei vom Pepperstone Pro. Das ist unsere Firma und wir stellen unsere Plattform, Trading-Plattform. Und wir können nicht telefonieren. Ja? Ja, hallo Herr Seifert, das ist Phil Toxie wieder. Warum haben Sie denn aufgelegt? Nee, ich habe nicht aufgelegt. Es wurde unterbrochen und ich dachte, Sie haben aufgelegt. Und ich dachte, ich werde nicht zum Sie stören und zum zweiten Mal anrufen und so weiter und so fort. Von wo aus rufen Sie denn an, wenn Sie so eine schlechte Telefonverbindung haben? Ist und los. Ist schon wieder raus. Ja, jetzt wieder. Ja, jetzt wieder. Von wo aus rufen Sie? Von wo aus rufen Sie denn an, wenn Sie eine so schlechte Telefonleitung haben? Ja, ich höre Sie sehr gut. Hören Sie mich gut? Ja, ich frage Sie gerade, von wo aus... Darf ich bitte mal ausreden? Darf ich bitte ausreden? Gut. Meine Frage war, von wo aus rufen Sie an, dass Sie eine so schlechte Telefonverbindung haben? Von Siegen. Von Siegen? Sie rufen aus Deutschland an? Von Siegen. Ich rufe Sie von Deutschland an. Ja. Sie rufen von Deutschland an? Warum haben wir jetzt fragen Sie, warum haben wir österreichische Nummer oder... Ach, Sie wissen noch nicht mal, mit welcher Nummer Sie anrufen? Ne? Welche Nummer sehen Sie jetzt? Ja, das ist ja schon sehr seltsam. Das ist schon... Wenn Sie nicht wissen, mit welcher Nummer Sie anrufen, das ist doch nicht seriösisch. Nee, verstehen Sie das? Nee, das ist doch ganz seriös. Wir arbeiten in ganz Europa. Und zum Beispiel, ich sitze in Siegen. Wir haben ein gemeinsames Dollar-System. Das heißt, das System wählt die erste freie Nummer. Das ist in Deutschland verboten. Das ist in Deutschland verboten. Dollar-Systeme, die so arbeiten, sind in Deutschland verboten. Ja, ich höre zum ersten Mal. Ja, das, gut, aber das sagt mir, dass Sie nicht in Siegen sind. Können Sie mir mal die Adresse geben aus Siegen, wo Sie da sind? Nee, das kann ich leider nicht. Ja, sehen Sie mir? Kann ich nur sagen, wo, ja. Ja, das ist online, das ist alles online. Ja, richtig, aber Sie sagten, Sie sind in Siegen, momentan. Ja, wir sitzen in Siegen. Ich persönlich sitze jetzt momentan in Siegen. Ja, aber dann geben Sie mir bitte mal die Adresse. Sie haben ja ein Büro in Siegen. Wo, in welcher Straße in Siegen? Ja, das sage ich Ihnen nicht. Ja, kann ich erklären, warum? Ja, dann erklären Sie mal lustig. Okay. Zum Beispiel, ich bin Account Manager. Meine Aufgabe ist, einen Account für Sie zu aktivieren. Sie melden sich an, das ist online. Oh, ich lasse mal weiterlaufen. Unglaublich. Und dem soll man glauben, dass er aus Siegen anruft. Gnade. Also ich habe dem das sofort geglaubt. Na klar. Und er weiß nicht, ja, kann Österreich sein und was ist. Alter Falter. Ich glaube, das kann ich mal beenden. Ja, bitte. Ja, hallo, guten Tag. Sprich mit Herr Lothar Seifert. Das ist richtig. Mein Name ist Alexandra Lehmann, bin Account Managerin von Trading Plattform Pepperstone Pro. Es geht um das Trading, es geht um Handeln. Es geht um ein stabiles, passives Einkommen. Ja. Sie haben bei uns angemeldet, ja. Herr Seifert, wir haben ein Angebot für unsere Kunden. Sie können Ihr Handelskonto aktivieren. Der Mindestbetrag ist 150 Euro und 100 Euro bekommt Sie Bonus von unserer Seite.
Sie werden nicht allein reden, sondern zusammen mit Finanzberater. Damit Fehler zu vermeiden, Geld zu verdienen, gibt es unsere Finanzanalytiker. Die geben Tipps, unterstützen sie, sagen über wichtige Kauf- und Verkaufssignale und damit nicht verlieren, sondern verdienen. Ja, gibt es auch Probezeit, 3 Wochen. Diese 3 Wochen können Sie netto gewinnen. In der ersten Woche kommt ab 550. Können Sie sofort abfüllen. So, wann hatte ich mich bei Ihrer Plattform angemeldet, bitte? Es war am 5. April. Am 5. April. Ich gucke gerade mal. Nee, habe ich nicht gemacht. Aber nicht. Haben Sie soweit ein Vergessen? Möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Bitte, was bitte? Ich verstehe Sie leider sehr schlecht. Möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Was, Sie welches Handelskonto? Paperstone Pro. Ja, wie gesagt, habe ich mich auf Ihrer Plattform nicht angemeldet. Woher haben Sie dann meine Daten? Ja, ich weiß nicht. Wir rufen keine fälligen Menschen an. Ja, deswegen frage ich nach. Woher haben Sie meine Daten? Paperstone Pro auf unserer Seite. Ja, und wer hat die da eingegeben? Ich möchte gern auch fragen. Bis jetzt habe ich noch Fragen zu stellen. Sie rufen mich an und sagen gar nicht, weswegen. Ja. So, also, wer hat die Daten da eingegeben? Ich möchte gerne auch fragen. Ja, dann beantworten Sie erstmal meine Frage. Nein, wir können nicht selbst irgendwo Ihr Telefon nehmen. Verstehen Sie? Ja, deswegen frage ich ja nach, woher haben Sie meine Daten? Deswegen frage ich nach. Oh, ich weiß nicht. Ich möchte Sie müssen, Sie müssen das doch wissen. Bekommen, so. Wenn Sie mich anrufen, müssen Sie doch verifizieren, wer da sich eingetragen hat. Ich möchte gerne fragen, wie haben Sie zu uns gekommen? Wie? Wer hat? Ich habe gar nicht zu Ihnen gekommen. Ich habe mich nicht registriert bei Ihrer Webseite. Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht bei Paperstone Pro mich registriert. Nein. Doch. Nein. Nein. Nicht so laut. Herr Seifert, minus 250 Euro heute. Ja, das ist völlig egal. Ich habe mich nicht bei Ihnen eingetragen. Doch. Nein, ich weiß ganz genau, dass ich das nicht gemacht habe. Herr Seifert, Sie haben angemeldet bei uns. Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Lassen Sie mich doch mal ausreden! Red ich da dazwischen! Ich habe eine genaue Liste. Lassen Sie mich bitte ausreden. Lassen Sie mich ausreden. Hallo. Hallo. Hallo, sind Sie dumm? Sind Sie ein bisschen dumm? Ja. Hallo. Ja, hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Seifert? Ja, wer ist denn da? Sind Sie beruhigen, oder? Wer ist denn da? Herr Seifert, es geht um Paperstone Pro. Wer ist denn da? Paperstone Pro, Alexandra Lehmann ist mein Name. Ach, die von gerade. Nicht Frau Gabler. Die Frau von gerade, verstehen Sie ein wenig Deutsch? Doch, verstehe ich. Ich habe nicht gehört, weil Sie schreien so laut. Ich schreie gar nicht. Ich rede ganz entspannt. Dann müssen Sie Ihren Lautstärkeregler mal ein wenig... Sie müssen mich vor allem ausreden lassen. Wenn Sie jetzt anfangen, mich wieder zu unterbrechen, dann lege ich sofort auf. Ja. Herr Seifert, schauen Sie mal. Wenn Sie antworten nicht auf unsere Frage, Sie bekommen weitere Anrufe. Verstehen Sie das? Ja, das ist doch hervorragend. Das ist doch hervorragend. Ja. Ich liebe das. Deswegen, ich möchte gerne fragen, wann haben Sie, Sie haben angemeldet. Nein, habe ich nicht. Ich habe hier eine Liste, wo ich mich angemeldet habe. Und Paperstone Pro steht nicht da. Lassen Sie mich ausreden, sonst lege ich sofort auf. Also, ich habe hier eine genaue Liste, wo ich mich angemeldet habe. Und Paperstone Pro ist nicht dabei.
wer hat, weil es ist mir interessant jetzt, wer hat Ihre Telefonnummer hinterlassen und Ihr Name? Das ist Ihre Aufgabe, das zu überprüfen, mit einem sogenannten Double Opt-in. Sie unterbrechen mich schon wieder. Sie haben eine gar keine Anruferlaubnis bei mir anzurufen. Herr Seifert, okay, dann vielleicht möchten Sie mit anderen Account Manager sprechen. Vielleicht er fragt und Sie antworten zu ihm oder zu Sie, wer hat Ihren Namen hinterlassen. Ja, wenn der das sagen kann, dann reicht sie mich gerne weiter. Wenn der mir das sagen kann, dann geben Sie mich weiter. Okay, warten Sie kurz. Okay, wir rufen später an. Ja, schönen Tag. Nee, tschüss, Betrüger. Von Anfang April hat diese Betrügerfirma sich bis jetzt nicht mehr bei mir gemeldet. Aber das kann ja noch kommen. Wenn die Sonne tief steht am geistigen Horizont dieser Betrüger, dann werfen auch diese Zwerge lange Schatten. Man meint ja immer, es könnte nicht schlimmer kommen mit diesen Anrufen, und jedes Mal werden wir eines Besseren belehrt. Ich hoffe für mich und euch Zuhörer, dass die nächsten Anrufe etwas anspruchsvoller werden. Das war's für heute, bleibt mir treu und neugierig. Bis zum Sonntag, euer Callcenter-Crusher.